So, da sind wir schon mit der nächsten Aufgabe da. Füge Gegner Schaden mit einem explosiven Batarang zu. So, dazu geben wir einfach mal einen Gruppenkeile rein. Zack, zack. Weil ich denke mal, da ist es eigentlich am simpelsten. Aber irgendwie finde ich die ein bisschen komisch, die Dinger. Weil ich habe die eben schon mal in der Runde benutzt und habe die quasi einmal schon fast an den Kopf geworfen. Dann ist das Ding nicht explodiert, er geht weiter. Ich weiß nicht, ob er sogar drauf geschossen hat und irgendwie hat es keinen Schaden gemacht. Wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung, aber wir werden jetzt nochmal einfach reingehen und dann zeige ich euch schon mal, wie der Batarang aussieht. Kommt halt vom Bumerang. Und ihr wisst ja, Ladebildschirmzeit ist Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, ich dir aber schon öfters mal helfen konnte, gern mal ein Abo da lassen. Schadet dir nicht, mir erst recht nicht. Ich freue mich natürlich. Und dadurch erhöht sich natürlich auch die Chance, dass die nächste Zahl kommt beim Gewinnspiel unten. Nämlich alle 10 Abonnenten kommt unten eine Zahl hinzu und unten in dem Code stehen halt nur Zahlen, die ihr dann selber einfügen müsst für die Fragezeichen. Der erklärt sich eigentlich schon selbst. Aber wenn du noch Fragen dazu hast, entweder schreib es unten in die Kommentare oder guck dir einfach mein Video an, was ich in der Videobeschreibung habe, wo ich mich einmal vorstelle und gleichzeitig auch erkläre, wie das mit dem Code genau funktioniert. So, jetzt gucken wir erstmal hier, dass wir so ein Ding kriegen. Ein Batarang. Dann gleichzeitig brauchen wir noch den Enterhaken, den muss ich nämlich auch noch einmal benutzen. Und jetzt hoffe ich, dass ich das blöde Ding auch finde. Weil ich weiß nicht, ob es in Gruppenkeile nicht drin ist, aber eben habe ich es nicht einmal gefunden. Und da habe ich nämlich gefühlt wirklich 10 Kisten aufgemacht. Aber ich weiß auch nicht, ob es überhaupt in Kisten drin ist, weil den ich gefunden habe in dem Moment, das war nämlich einer, der random irgendwo rumlag. Aber, oder liegt der da wieder? Weil da lag nämlich eben schon mal einer. Naja. Ich dachte. So. Ah doch, ihr seht ja, Enterhaken liegt hier. Den werden wir ja später benutzen. Das brauchen wir nicht. Oh, schmeckt. Loot sieht ja bis jetzt ganz rosig aus. So, hier der Haken. Schmeckt. Was ist denn los hier mit dem Loot? Einmal. So, wie gesagt, die Dinger hier müsst ihr halt dann werfen. Wir probieren aber dann gleich mal so Saves-Geschichten, aber dazu müssen wir diesmal ziemlich ins Endgame reingehen. Mal der jetzt geschossen. Ich glaube, das weiß er selber nicht genau. Und die ganzen Gegenstände nehmen natürlich jetzt auch viel Platz weg im Inventar, wo man sich dreimal überlegen muss, hole ich es mit oder nicht. Bei den Haken hole ich es, glaube ich, nicht mit. Ich zeige dir mal gerade, wie weit der nochmal geht. Zack. Dann liegt nämlich die Aufgabe auch fertig. So, jetzt versuchen wir hier noch. Ah, hier ist noch ein Gasbehälter. Schon mal gut, da brauchen wir nämlich nur noch einen. Aber mit den Gasbehältern mache ich noch extra was. Ich schreibe mir halt immer auf, wo ich den gefunden habe. Aber dann haben wir jetzt schon mal zwei, das ist schon mal gut. Ja, ich glaube, wir bekommen Besuch. Schaden gemacht. Das Ding macht keinen Schaden. Und ich war ja direkt daneben. Das ist ja das, was ich meinte. Ich wollte das Ding halt jetzt wirklich genau gegen den Kopf werfen. Gut, hab's zwar dann nur gegen die Tür geworfen, aber es gab anscheinend keinen Schaden. Oh, nicht laggen! Was ist das denn, Mensch? Schreibt mir bitte in den Kommentaren, wenn ihr auch so Probleme habt, aber nur PC-Spieler, weil PlayStation-Spieler ist da was anderes. Aber da hatte ich das nie. So, direkt die Vorräte gucken, da eventuell noch welche drin sind.
aber noch einen Haken, also es ist doch auch innen links drin. Alter. Ich habe halt jetzt versucht, mit dem Ding da was zu machen. Also der Haken ist definitiv auch in die Vorratslieferung drin. Aber diese Lags sind ja schon wieder ekelhaft. Ich weiß halt, aber bei mir steht nichts, dass es an mir liegt. Deshalb sag ich ja, schreibt mir bitte in den Kommentaren, ob es bei euch auch leckt oder ob es an mir dann doch eventuell liegt. Gar nicht gelootet. Da wieder ein Leck, aber wo, warum? Das mit dem Schaden, ihr seht ja, ich mache eigentlich nichts verkehrt in meinen Augen. Aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Aber wie gesagt, hier die Dinge müsst ihr halt dann finden. Warte mal gucken, oder gibt es noch einen anderen? Ne, Batarang. 50 Schaden, wenn er trifft. Oder man muss halt wirklich genau auf den drauf. Das kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. So, schauen wir mal. Da wieder warum leckt es? Wenn ich die noch dabei habe. Jo. Ich dachte, das wäre nicht so. Ich habe schon nur noch zwei. Ich glaube, die ist wieder durchgezogen, ja? Oh. Mann, 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 ey. Manchmal denke ich mir echt, warum bin ich nicht doch auf die PlayStation gegangen? Aber bei der PlayStation hatte ich das Problem mit den Aufnahmen, dass ich da keinen Sound hatte. Die will ich nicht hergeben. Es kann doch nicht so schwer sein, irgendeinen Dulli damit zu treffen, ey. Aber ich finde trotzdem, man findet die nicht oft. Natürlich sind jetzt alle in Gotham City. Lex sind schon mal vorprogrammiert. Ich hätte hier halt schon gerne einen, wo ich so safe Schaden machen kann. Gerade wenn ich nur zwei Dinger davon habe. Alle am Enterhaken, das hier wird echt schwierig, die Aufgabe. Aber wie gesagt, ich wollte es halt einfach mal zeigen. Ja!
da war einer. Gott, ich höre hier nur welche Kleiden, ey. Ah, das ist es halt hier, brauchen wir das nicht probieren mit dem Fallschaden. Er drückt noch direkt den Schaden. Ach, hört auf. Aber wie gesagt, ihr habt gesehen, wie es funktioniert. Einfach das Ding dem quasi wirklich an den Kopf werfen. Am besten AFK-Leute finden dafür. Dann dürfte die Aufgabe eigentlich auch im Laufe des Spiels easy machbar sein. Ich wollte jetzt unbedingt den Fallschaden davon provozieren. Aber er ist gestorben. Aber halt nicht an den Fallschaden. So, da würde ich aber sagen, war es das auch hiermit. Wie gesagt, ihr habt es ja gesehen. Einfach den Bumerang da quasi einem gegen den Kopf werfen. Und dann ist es eigentlich easy machbar. In dem Sinne würde ich sagen, war es das auch hiermit und haut rein. Wie gesagt, viel Spaß mit den Aufgaben. Abo nicht vergessen, ganz wichtig. Macht's gut.